Zwischen Bröl und Sieg, in der Gemeinde Waldbröl, liegt der etwa 200 Einwohner zählende Ort Bladersbach. Die landwirtschaftliche Nutzung dieses Gebietes wird von den meisten nur noch als Zuerwerb betrieben. Das dortige Waldstück ist Gemeinschaftsbesitz einer der letzten noch funktionierenden Waldnachbarschaften im Rheinland. Die jährlich anfallenden Waldarbeiten wurden stets von allen Mitgliedern der Bladersbacher Nachbarschaft gemeinsam durchgeführt. In den Wintermonaten, wenn auf dem Hof nicht viel zu tun ist, kommen einige der Nachbarn zusammen, um die Zeit für die Herstellung von Körben aus Eichenholz zu nutzen. Für den Film wurde diese Arbeit im Frühjahr ausgeführt. Einer der Nachbarn ist Besitzer eines Backhauses. Bei ihm treffen sich die Männer, um die Knüppel für den Korb zur weiteren Verarbeitung vorzubereiten. Zunächst wird der Ofen im Backhaus mit ein paar Schanzen Feuerholz in Gang gebracht. In der Zwischenzeit stellen die Männer die Knüppel, die später in den aufgeheizten Ofen kommen sollen, nach Größen sortiert an der Hauswand ab. Das Backhaus ist so geräumig, dass der hintere Teil gleichzeitig als Werkstatt zur Verfügung steht. Hierin werden bäuerliches Arbeitsgerät aufbewahrt und bei Bedarf Reparaturen vorgenommen. Nachdem das Feuer im Ofen erloschen ist, werden die Aschenreste mit einer Holzlatte zur Seite geräumt. Anschließend wird noch einmal gründlich nachgewischt, da nun die Knüppel in den sauberen Ofen kommen sollen. So, das ist die Knüppel hier. Die dünnen, zuerst. Die schmalen, ne, der nicht. Die schmalen, ja, das ist ein Kotter von der Holz. Schau, ist noch schmal. Hey, hast du noch einen? Ja, das ist die Henker, muss man nicht. Die dünnen Knüppel, die gleich im Anschluss weiter zu Henkeln verarbeitet werden, kommen zuerst an die Reihe. Die frisch geschlagenen Hölzer lässt man in dem nachheizenden Backofen wie im eigenen Saft kochen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Bähen. Und wenn ich hätte verschiedene Bären, Gott, so ist auf die Gut hing. Ja. Das kriegst aber dann schmalet, dass man böcken kann. Nach etwa 15 bis 20 Minuten können die Knüppel aus dem Ofen genommen werden. Gut? Ja, sind prima. Es wird gleich mit dem Formen der Henkel aus den schmalen Knüppeln begonnen, da das noch warme und gleichzeitig feuchte Holz sich jetzt leicht, ohne zu brechen, biegen lässt. Um die gebogene Form beizubehalten, werden die beiden unter Spannung stehenden Henkelhälften mit einer Schnur zusammengebunden. Über dem Knie wird der Henkel noch ein paar Mal nachgebogen, um ihm seine endgültige Form zu geben. Damit er diese Form nicht wieder verliert, lässt man die Schnur so lange an ihrem Platz, bis der Henkel benötigt wird. In der Zwischenzeit haben die übrigen Männer bereits mit dem Spalten und Reißen der gebähten Knüppel begonnen. Das Spalten des Stammes in Längsrichtung geht mit Hilfe einer Axt und eines Hammers vor sich und erfordert einige Kraft. Anschließend wird der Knüppel mit den Händen auseinandergerissen. Da es sich um frisch geschlagene Eiche handelt, gelingt dies, ohne dass das Holz bricht oder splittert. So, komm du mehr hin. Oh. Die beim Spalten entstandenen Hälften werden dann weiter zu immer dünneren Schienen gerissen. Nach dem vorangegangenen Bähen kann man auch die Rinde schließlich gut vom Holz ablösen.
dem Hof eines der Nachbarn wird die Arbeit anschließend fortgesetzt. In der Scheune ist genug Platz zum Flechten und für das weitergehende Präparieren der Schienen. Man schmälert und glättet die einzelnen Schienen so lange weiter, bis sie dünn und geschmeidig genug sind, um zum Flechten verwendet werden zu können. Zwei Männer haben unterdessen an einer Arbeitsbank mit dem Anlegen des Korbbodens begonnen. Der Länge des Korbes ist durch die Größe des Backofens, in dem gebäht wurde, eine Grenze gesetzt. Die Schienen für den Korbboden verlaufen parallel zueinander und werden in ihrer Mitte durch eine feiner gerissene Schiene verbunden, die man gegenseitig über und unter den Längsschienen hin und her herumführt. Mit dieser schmalen Schiene hatte man gleichzeitig auch den Henkel an den beiden äußeren Bodenschienen befestigt. Die Herstellung von Körben wird in Bladersbach nicht zu Nebenerwerbszwecken betrieben, sondern lediglich zur Deckung des eigenen Bedarfs. Man benutzt die selbstgefertigten Schienenkörbe beispielsweise zum Transport von Viehfutter, bei der Obst- und Kartoffelernte und für viele andere Hofarbeiten. Auch im Haushalt finden sie Verwendung, zum Beispiel als Wäschekörbe. Aus ganz fein gerissenen Schienen werden hin und wieder auch kleinere Körbe gemacht, die der Hausfrau als Strickkörbchen dienen. Die beiden Korbflechter beginnen nun mit dem Einflechten von Schienen in das Bodengerippe. Sie gehen dabei wie beim Weben vor und führen die einzuflechtende Querschiene abwechselnd über und unter den parallel verlaufenden Längsschienen her. Die Querschienen werden so angelegt, dass sie entweder mit einer Korbseite abschließen oder über die Seiten herausragen. Die erste Schiene schließt hierbei mit einer Seite ab. Die andere Seite, die noch lang übersteht, wird später eingeflochten. Die zweite Schiene steht an beiden Seiten über. Sie wird an einer Seite hochgebogen und bildet damit die erste Stake für die Wandung des Korbes. Nun wird die erste Schiene um diese Stake herumgelegt und in das Bodengeflecht eingefügt. Ihr gegenüberliegendes Ende flicht man ebenfalls ein. Die dritte Schiene wird nicht als Stake, sondern wieder zum Flechten benutzt. Für den Flechtvorgang werden noch neue Schienen benötigt, die inzwischen von den übrigen Männern vorbereitet werden. Immer wieder müssen dazu Schienen fein gespalten und auseinandergerissen werden. Hierfür ist häufig sehr viel Kraft erforderlich, da es sich bei den Eichenknüppeln ja um Hartholz handelt. Der professionelle Korbmacher arbeitet daher bevorzugt mit Weidenruten, die von Natur aus schon relativ biegsam und geschmeidig sind. Die Bladersbacher Waldnachbarn verwenden zur Herstellung ihrer derben und besonders haltbaren Körbe natürlich das Material, das sie in ihrer Region vorfinden. Nach dem Auseinanderreißen müssen die Schienen anschließend noch mit dem Messer geschmälert und geglättet werden. Beim Durchziehen des Messers über die einzelne Schiene ist einige Erfahrung und Geschicklichkeit nötig, damit man das dünne Holz nicht zerschneidet. Nur ganz flache und glatte Schienen eignen sich zum Flechten. In der Zwischenzeit haben die beiden Flechter den Boden des Korbes fast fertiggestellt. Seine Ausmaße sind durch die Breite des Henkels und die Länge der verwendeten Schienen bereits vorgegeben. Nach jeder Lage muss das Geflecht fest zusammengedrückt werden, damit keine Lücken entstehen. Die Schienenkörbe werden so geflochten, dass die Anfertigung des Bodens zugleich mit der Entstehung des Rumpfes verknüpft ist. Da ein Teil der eingeflochtenen Schienen auch gleichzeitig in die Wandung übergeht, erscheint der Korb schließlich wie aus einem Guss. Das Flechten des Bodens nähert sich nun dem Ende.
sodass jetzt mit dem Hochziehen der Wandung angefangen werden kann. Während der Herstellung des Bodens waren bereits einige Schienen zu starken hochgebogen worden. Mit den jetzt noch überstehenden restlichen Schienenenden verfährt man genauso, damit die Wandung des Korbes geflochten werden kann. Dies geschieht, indem um sie herum fortlaufend Schienen eingeflochten werden. Die erste Schiene, die hierzu nötig ist, nimmt man aus dem Bodengeflecht. Auf diese Weise entsteht der bereits erwähnte Übergang vom Boden in die Wandung. So, muss man doch Fäden hängen. Ja, machen wir. Im Anschluss an die erste Schiene werden immer neue Schienen angelegt, sodass die Korbwand langsam in die Höhe wächst. Neben dem bäuerlichen Korbflechten, wie wir es hier noch in Bladersbach beobachten können, setzte sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts das Handwerk des Korbmachers als hauptberufliche Tätigkeit durch. Durch die fortschreitende Industrialisierung und das Aufkommen der Kunststoffindustrie verlor dieser Beruf jedoch schon bald wieder an Bedeutung. Die heute nur noch vereinzelt arbeitenden, selbstständigen Korbmacher haben sich mehr und mehr der Kunstflechterei zugewandt. Wie bereits erwähnt, gehört die Weide hierbei nach wie vor zum bevorzugten Flechtmaterial. Neben den zahlreichen wild wachsenden Weiden gibt es eigens angelegte Korbweidenkulturen. Im Gegensatz zu den Eichenknüppeln, wie sie die Bladersbacher benutzen, werden die Weidenruten aber nicht direkt nach dem Schnitt verarbeitet. Sie müssen noch einige Wochen und Monate lagern, bis sie so trocken und widerstandsfähig geworden sind, dass man sie zum Flechten verwenden kann. Die Schienen sind viel zu dröhn, durchlaufen in Wasser. Sowohl die Weidenruten als auch die Eichenschienen müssen jedoch gewässert werden, damit sich ihre Biegsamkeit verbessert. In Bladersbach benutzt man hierzu einen Trog, der sonst als Viehtränke dient. Die zum Flechten benötigten Schienen werden manchmal schon über Nacht eingeweicht. Im Trog beschwert man sie noch mit einem Stein, damit sie unter der Wasseroberfläche bleiben. Während ein Teil des Materials nun im Wasser liegt, werden noch weitere Schienen mit dem Messer geschält und geglättet. Ist eine Schiene noch etwas zu dick, ein weiteres Spalten jedoch nicht mehr möglich, so zieht man sie unter einem scharfen Messer hindurch, das man auf dem Knie aufgesetzt hat. Soll ich euch was für die Schienen geben? Ja, dann suche die schönen Dreien, dünnen, die schönsten Russen und das ist die hier. Da kommen wir hin, weiterartig. Einige Schienen, die bereits vorher ins Wasser gelegt worden waren, können nun zum Weiterarbeiten herausgeholt werden. Damit die nächste gewässerte Schiene in die Korbwand eingeflochten werden kann, spitzt man sie vorher an einem Ende mit dem Messer zu. So kann man sie beim Anlegen an die vorhergehende Schiene gut in das inzwischen angewachsene Geflecht der Wandung stecken. Die Geflechtsart, die bei den Bladersbacher Schienenkörben zu sehen ist, nennt der Korbmacher das Zäunergeflecht. Hierbei wird die Flechtschiene abwechselnd vor eine starke, dann hinter die nächste starke gelegt. Der starken Abstand kann weit oder eng gewählt werden, muss jedoch innerhalb des Geflechts immer gleichmäßig sein. Es geht vor zwei, vor, hinter zwei, vor. Vor zwei. Inzwischen hat der Korb die gewünschte Höhe erreicht. Nun beginnt das Flechten der oberen Abschlusskante. Dazu benutzt man zwei dünne Flechtschienen, die man versetzt, vor zwei und hinter eine starke legt.
Für den Boden und die Wandung waren bisher immer gleich breite Schienen verwendet worden. Nur für den oberen Rand des Korbes nimmt man jetzt ganz fein gerissene, rutenähnliche Schienen, wie schon bei der Befestigung des Henkels. Im Korbmacherhandwerk wird diese Abschlusskante Borde genannt. Ist sie doppelt geflochten, bezeichnet man sie als Zuschlag. Am Schluss dieser Arbeit wird das Geflecht noch einmal zusammengedrückt, um es so dicht wie möglich zu machen. Anschließend werden dann die überstehenden Enden der Staken mit dem Messer angespitzt. Danach biegt man sie über die Abschlusskante nach außen um und steckt sie wieder in die Korbwand. Beim Korbflechten der Bladersbacher Waldnachbarn handelt es sich um eine Nebenbeschäftigung während der Wintermonate. Für die Herstellung ihrer Körbe benutzen sie daher nur wenige Werkzeuge, die sie sonst auch für die anderen Arbeiten im Haus und auf dem Hof benötigen. Der Gemeinschaftsgedanke der Waldnachbarschaft beschränkte sich hier also nicht nur auf das gemeinsame Arbeiten im Wald, sondern umfasste darüber hinaus auch die gemeinschaftliche Ausübung eines traditionellen Handwerks.